Oh. Hier, ein Footballspieler. Erstmal eine Münze wieder abholen. Und unser Inventar sieht auch ziemlich cool aus. Frei bewegliche Overworld hier auch ziemlich geil. Willkommen, Totoros, einer der Schachteln. Sicher findest du etwas Nützliches. Wir haben ja einen kleinen, ne? Also. Yeah! Es lohnt sich. Ja, gut. Ja. So müsste vielleicht auch besser, ich weiß es nicht. Wäre jetzt in der großen Box was weniger Items drin gewesen, ist das so wie bei Mario Party 4, wo man einmal eine Niete und einmal... Naja, wobei der Mini-Pilz bei Mario Party 4 war nicht unbedingt immer eine Niete. Aber in den meisten Fällen schon. Aus dem Weg, Football Chucks. Eine Kampfwelt oder was? Oh yeah. Quasi, Bosse. Aber man sieht auch hier jetzt wieder die Anspielung an Super Mario World tatsächlich. Was ich ja... Okay, es gibt nur einen Stern im Level. Anspielung an Super Mario World. Ich habe gedacht, es ist tatsächlich nur der Name, der hier übernommen wird und nicht irgendwie viele andere Sachen. Ja, aber so an sich, jetzt gerade so mit den Chucks hier, Gegner könnten wieder übernommen werden, aber ansonsten sehe ich, wie gesagt, eher Parallelen so zu Super Mario Galaxy 2. Weniger zu Super Mario World oder... Ja, gut, 3D Land, da sind schon Parallelen erkennbar, würde ich sagen. Definitiv. Aber ich habe es halt selbst nie gespielt. Ich habe selbst nie das Spielgefühl gehabt. Ich habe es mal bei Hering gesehen. War ein ganz gutes Spiel, fand ich. Wäre jetzt aber nichts gewesen, was ich mir unbedingt kaufen müsste. Ja, also von 3D Land war ich jetzt nicht so begeistert. Aber ja, wahrscheinlich so als Spiel für nebenbei kann man das mal einlegen. Und ich denke, wenn ich ein 3DS gehabt hätte, hätte ich es mir auch geholt. Aber mir extra deswegen jetzt ein 3DS zu holen, da habe ich mir gesagt, nö. Das letzte Mal. Aber an sich müsste ich mir jetzt im Nachhinein gesehen, für viele, das habe ich gesehen, für viele Spiele müsste ich mir im Nachhinein gesehen mal, ja, einfach ein 3DS holen. Beziehungsweise vielleicht warte ich noch, bis es noch einen billigeren gibt oder hole mir tatsächlich sogar den, wie heißt da, diesen neuen 3DS, den 2DS, genau. Den könnte ich mir holen. Wobei da ja immer viele drüber gemeckert haben. Aber ich behaupte jetzt einfach mal... Okay, hier gibt es wahrscheinlich einen Stern, wenn man alles schnell genug einsammelt. Deshalb machen wir das einfach mal. Reaktionsgeschwindigkeit. Geh nach oben. Ja, und da hat er den Stern. Oh, was? Der zweite? Nicht dein Ernst. So lang war das Level jetzt nicht. Kann man hier eigentlich Wandsprünge? Das wäre interessant zu wissen. Also außer jetzt mit Katzen Mario. Komme ich nochmal zurück? Weil dann könnte man ja eigentlich versuchen, sich den ersten noch zu geiern. Er sieht gut aus, ja, aber... Ach, hier ist so ein Baum, ja. Hätte man drauf kommen können. Ja, was willst du mir sagen? Dass da oben das Ziel ist, oder... Dass da oben so eine komische Separatplattform ist. Könnte beides interessant sein. Hier ist nochmal ein Baum. Auf Bäume klettern. Ah, hier ist der Stern. Wunderbar. Es kann doch nicht so schwer sein. Aber es ist bei mir immer so. In den ersten Welten von einem neuen Spiel, da vergesse ich immer alle Secrets so ziemlich. Und suche mich dämlich und finde sie trotzdem nicht. Und in den späteren Welten, wow, das war knapp. Wird es dann tatsächlich sogar ein bisschen einfacher. Außer in Welt 5, ja, das seid ihr ja mittlerweile gewohnt. Welt 5 in diesem Spiel wird der Horror. Das kann ich euch schon mal prophezeien. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Das hat andere Hintergründe. Ja. Also in dem Sinne, alles gut. Ja, wie gesagt, normalerweise an Wochenenden, die letzten Male habe ich es probiert, was auch völlig atypisch ist für mich, habe ich in der Schule auch nie gemacht, mich am Anfang vom Wochenende hinzusetzen und die Sachen zu machen, die ich zu erledigen habe für die Uni. Aber mir ist aufgefallen persönlich, dass es mir nicht so viel Freude bereitet, das dann im Voraus... Also ich meine, es ist schön und gut, das dann wegzuhaben, aber ja, ich brauche am Anfang, am ersten Wochenendtag brauche ich einfach Ruhe. Ich brauche einen Tag und das ist auch ganz wichtig und das würde ich auch jedem empfehlen. Oh, hier kann man nur mit den Katzen Mario dann tatsächlich weiter. Okay. Hä? Ah ja. Bonuswelt? Yeah. Dam, dam, bam, bam. Oh ja.
Ja, das ist natürlich cool, eine Art Speedrun-Level hier. Boah, das macht mega Spaß. Und da ist der Stern. Wow, und da ist der Sprung aus den Wolken auf den Boden. Tot. Ja. Hat sich das jetzt gelohnt? Ich glaube schon. Ja, dritter Stern, alles super. Hier vielleicht nicht runterfallen im Idealfall. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, diese Spezialfähigkeit von Katzen Mario einzusetzen. Zack, so macht man das. Bam. Und Mega Piranha gekillt. Schon wieder ein Stempel eingesammelt. Ich glaube, es gibt tatsächlich pro Level dann einen Stempel und drei Sterne. Wenn ich das so richtig interpretiere. Ja. Und ich denke, wir sammeln uns dann auch tatsächlich öfter mit die... Das sieht mir... nicht so aus, als könnte man das hier... Nee, hä? Moment. Das sieht mir nicht richtig aus. Hier kommt man noch nie im Leben an die Zielfahnen dran. Okay, hier von oben vielleicht? Nee, keine Ahnung. Vielleicht mal hier rüber gehen. Auch das sieht schlecht aus. Und auch das sieht schlecht aus. Hä? Habe ich was verpasst? Weil von hier oben, das wird doch nie im Leben was. Also das ist doch viel zu weit weg, oder? Nee. Also das kannst du vergessen. Und hier wüsste ich jetzt auch nicht. Kann ich die Plattform irgendwie vergrößern? Nee. Muss ich einfach nur einen Mega-Jump machen? Nee, das wird doch nie im Leben was. Weil eigentlich haben wir das Level hier abgeschlossen, aber ich bin zu blöd, um hier die Zielflagge zu holen. Ah! Ah! Okay, ich verstehe. Ah. Das muss man natürlich erstmal wissen. Man kann als Katzen-Mario am Ende die Zielflagge hochklettern. Ist ein bisschen Cheater-like, weil... ja, wer denkt denn an sowas? Aber es funktioniert wohl. Das ist ganz gut. Ja, aber wie gesagt, ich würde jedem empfehlen... auch in der Schule. Man braucht einfach einen Tag in der Woche, wo man nichts macht. Und diese Regel habe ich in letzter Zeit sträflich vernachlässigt und vielleicht ist mir deshalb Uni auch ein bisschen auf den Piss gegangen. Na, wie läuft's bisher? Die Anleitungen findest du im Home-Menü. Ja, ich entdecke sicher nützliche Informationen in der Anleitung. Ist nicht so, als würde ich schon Jump'n'Runs längere Zeit spielen, aber ist egal. Kriegen wir schon. Und hier sind die Goldflaggen dann auch angezeigt, wie wir sehen. Also es ist dann doch anscheinend wichtig, die einzusammeln. Da hinten ist eine Höhle. Okay. Nächste Welt oder Wasserspaß mit Plessy? Bist du ein Nessie-Faker? Reite auf Plessy zum Ziel. Bewege nach... Okay. Hier, jetzt haben wir sogar noch... Wenn du gemeinsam mit anderen spielst, springt Plessy über und bewegt sich schneller, wenn alle Spieler mithelfen. Okay. Ja, geile Sache. Oh, und die haben die... Nicht dein Ernst, die haben die... Oh yeah. Die haben die Regenbogenraserei-Musik hier eingebracht in einem Remix. Ja, geiler Scheiß. Da 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 da. Ja, richtig episch. Geh da hoch. Geh da hoch. Ach, ich muss hier drauf. Yeah. Rote Münzen, okay. Also, nein, 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 nein. Bisher... Ach, scheiße. Das hätte man natürlich mitnehmen können, wenn man klug gewesen wäre oder wenn man ein bisschen Geschick gehabt hätte. Aber habe ich wohl nicht gehabt. So, ich gehe mal links lang. Ich hoffe, das sieht mir nach dem richtigen Weg aus. Naja, für ein Leben vielleicht. Nein, dass ich nicht mal kriege. Ja, das ist natürlich super. 100 Secrets verpasst mal wieder. Ist ganz klar. Oh, jetzt wird es ein bisschen schwerer hier. Lohnt sich das? Nee. Das hier... Geh da rüber! Nein! Wie hätte ich das denn schaffen sollen? Jetzt ganz im Ernst, wie hätte ich das denn schaffen sollen? Hä? Naja. Aber an sich ein cooleres Element. Und auch hier zeigt sich wieder was, was ich mal in SpongeBob angesprochen habe. Dieses Spiel ist abwechslungsreich. Und das macht ein Spiel für mich gleich unglaublich viel besser. Mag man vielleicht nicht unbedingt glauben, aber, ja. Ich brauche nicht so die, ja, immer nur straight durch Jump'n'Runs. Die kann man auch mal nehmen, aber... Gut, Jump'n'Runs vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber Spiele, die straight durch sind, habe ich ja schon mal angesprochen. Das ist nicht so... Nicht so das Wahre für mich. Ich gehe jetzt mal... Nee, hier unten ist vielleicht nicht so die beste Idee. Weil hier oben gab es zumindest einen Beschleuniger. Vielleicht braucht man den ja dann zumindest. So, das wäre jetzt schon mal gut.
Yeah. Aber ich frage mich ganz im Ernst, kann man hier jetzt noch schneller werden? Oder ist es... Weil hier... Das schafft man doch nie im Leben. Also... Muss man da vielleicht links auf den... Stimmt, das könnte sein, dass man links auf dem Rand sein muss. Probieren Sie einfach nochmal. Macht ja Spaß. Da, 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 da. Ist das... Das ist Regenbogenraserei, oder? Das ist nicht Tic-Tac-Trauma. Oder ist es beides? Haben die sogar beide dieselbe Musik? Ich könnte sogar schwören, die haben beide dieselbe Musik. Das wäre natürlich noch ein bisschen mehr Panne. Okay. Ja, gut. Hä? Okay, hier haben wir auch noch einen Durchgang. Gut. Okay. Und hier kann man jetzt nicht rechts hoch, oder? Das wäre natürlich cool. Nee. Nein, nein. Zurück kann man nicht. Zurück kann man nicht. Das ist schade. Nee. Keine Ahnung, wie soll man denn hier links oder rechts auf die Bande kommen? Hier ist doch nirgendwo... Ach, hier. Ah ja, gut. Das hätte man natürlich... Oder in den Wasserfall? Ja, in den Wasserfall. Ah! Es macht so viel Sinn. Ja, und dann sollte man vielleicht noch springen, wenn man clever ist. Naja. Ist auch nicht so schlimm. Ja, eine andere Sache, die ich mal ansprechen wollte. Ich hatte es in, im Vorgänger zu diesem Projekt hier quasi gemacht. Oder mal kurz angesprochen. Und zwar in Lost Levels. Oder was? Was noch in Super Mario Bros.? Ich weiß es gar nicht. Kann beides sein. Ich bin mir da jetzt gerade unsicher. Jedenfalls habe ich ja angesprochen, dass ich, was würden die roten Münzen eigentlich bringen? Vielleicht hätte ich die mal weiter fokussieren sollen, weil der Stempel fehlt ja auch noch. Naja. Ich habe euch ja erzählt, dass ein paar Leute an der Uni, also meine Kumpels an der Uni und ich, so ein Kartenspiel entwickelt haben. So eine Art Mau Mau, nur mit etwas geileren Regeln. Und in diesem Spiel haben wir jetzt schon sage und schreibe 600 Spiele oder so gemacht. Wir führen eine Strichliste, beziehungsweise eher eine Punkteliste. Und da kann man dann eben sehen, wie viele Spiele man gemacht hat. Schon ein bisschen übertrieben. Oh ja. Ach, das ist ein normaler Stern gewesen. Ja gut, das war jetzt ziemlich dumm, weil eigentlich bringt mir das rein gar nichts. Okay, wenn ich hier ein bisschen mehr geskillt hätte, dann vielleicht, aber... Nein, natürlich verpasse ich den. War ja abzusehen. Aber ich glaube sowieso, dass ich zwei Sachen verpasst habe, nämlich den Stempel auch noch. Ja, tschüss, Plessy. Du Kopie von Nessie. Oder so. ja, ich habe euch ja vom Kartenspiel erzählt und wir haben ja mittlerweile schon 600 Spiele gemacht und das Spiel ist einfach noch immer episch und episch und episch. Und es kann natürlich auch sein, dass dieses Spiel nur für uns episch wirkt, weil wir es eben selbst so entwickelt haben, dass wir es geil finden, aber ich glaube schon, dass es Potenzial hat. Und genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt, ob wir nicht mal probieren sollen, da ein Patent drauf anzumelden. Auf dieses Spiel. Und deshalb werde ich jetzt eben auch nicht die Regeln ins Internet stellen, weil wir diese Regeln dann logischerweise patentieren lassen erstmal. Müssen dann allerdings, also ich weiß auch nicht so ganz, ob das funktioniert, ob man das Patent nennt oder irgendwie Rechte, dass man sich irgendwie die Rechte an diesem Spiel sichert quasi und dann im Nachhinein vielleicht mal bei Spielefirmen anfragt. Es ist natürlich vielleicht auch ein bisschen utopisch zu glauben, dass es funktioniert. Aber hey, warum nicht? Ich meine, das Spiel ist geil und die Regeln sind ein bisschen natürlich an das Mau Mau angelehnt, aber überwiegend schon eher neu. Was haben wir hier? Eine Slot-Maschine? Springen gegen die Blöcke um Reihe. Wenn du Glück hast, kannst du bis zu 777 Münzen gewinnen. Pro 100 Münzen einen, sonst erhältst du einen zusätzlichen Versuch. Ja, gut. Was wollen wir denn? Ich könnte das probieren auszutricken. Was? Okay, man sollte natürlich nicht daneben springen dann. Nee, das war scheiße. Okay, ich glaube, ich kann das nicht so richtig machen. Nee. Hat nicht so viel gebracht jetzt. Naja gut, 200 Münzen ist in Ordnung, ne? Kann man nehmen. Zwei ab. 777 Münzen, für was hätten wir? Wahrscheinlich für eine 7, aber... ja, macht schon Sinn. Ja, ich weiß nicht, ob das utopisch ist, dran zu glauben, ob eine Spielefirma sowas nehmen würde, aber ich meine, bevor dieses Konzept oder dieses Spiel jetzt anderweitig veröffentlicht wird, haben wir uns gedacht, probieren wir es mal und
Im Endeffekt, ja, alle Leute, die ein Patent anmelden, glauben wahrscheinlich in erster Linie nicht unbedingt dran, dass sie damit viel erreichen können oder so, aber nur so entstehen überhaupt Patente, oder? Also von daher, ja, und in diesem Zug brauchen wir natürlich noch was, ist ganz klar, wir können kein Patent anmelden, wenn wir ein Kartenspiel benutzen, was, ja, was einfach nur ein französisches Blatt ist, weil das gibt's schon und das, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich glaube, das geht so in der Form nicht. Deshalb bräuchten wir quasi auch neue Kartenmotive und neue Namen für die Karten, weil die kann man dann ja nicht, also naja, das nicht unbedingt, weil ich denke, so Karten aus Zahlen zu machen wäre jetzt nicht so das Schlimmste. Das war übrigens auch wieder blöd, weil ich den Stempel verpasst habe. Wir machen das einfach nochmal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, Karten. Ja, also die Kartennamen könnte man im Endeffekt einfach durch Zahlen ersetzen. Das wäre jetzt nicht so das Schlimmste. Wobei wir da auch schon andere Ideen haben. Aber, was uns in erster Linie noch fehlt, ist ein Kartendesign für die einzelnen Sachen. Und in dem Zug, ich meine, ich bin hier im Internet und es könnte ja sein, dass es jemand von euch gibt, der sagt, hier, ich kann ganz gut designen, ich probiere mal für euch ein paar Kartenmotive zu machen. Und was es dann speziell ginge, ich habe es schon wieder verpasst. Und was es dann speziell ginge, das können wir dann immer noch ausmachen, ja, also wenn, ja, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch mit Design ganz gut auskennt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden und ich erkläre euch, was wir uns vorstellen, wie unsere Karten heißen sollen, das wäre ja auch ganz wichtig für die Motive dann. Ja, und wenn jemand Lust hat, da mitzumachen, es würde sich auch ein, ich habe das schon mit den anderen abgeklärt, wir würden einen Lohn von 10% demjenigen gewähren, an allem, was dieses Patent dann bringen wird. Und auch keine Kosten beim... Bringt das jetzt hier irgendwas, dieses... Ich weiß es nicht, mal sehen? Nee, nur ein Leben, okay. Aber wo kriegt er den Stempel her? Das wird eine sehr, sehr, sehr gute... Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe null Plan. Kann man hier rüber? Nee, wahrscheinlich nicht. Oder gibt es hier keinen Stempel? Das wäre vielleicht auch... Könnte vielleicht auch sein. Sowas passiert denn, wenn ich jetzt hier lang gehe? Bringt uns das hier irgendwas? Nee. Okay, aber vielleicht gibt es hier noch was? Ah, hier ist der Stempel. Ah, okay. Ja, wunderbar. Wow, 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 wow. Das war ein bisschen zu nah am Abgrund. Ja. Aber trotzdem haben wir noch so viel Leben, obwohl ich so oft gefailt habe jetzt hier in dem Level. Das ist unglaublich. Also neben wird hier echt viel geschenkt. Ja, also wenn es irgendjemanden gibt, der Lust hat auf 10% ohne Investition, beziehungsweise mit der Investition ein paar Kartendesigns zu machen, die sollten dann natürlich schon ein bisschen Anspruch haben, diese Kartendesigns. Ja, da sollte jetzt nicht irgendwas Hingeklatschtes sein, weil damit ist klar, dass keine Spielefirma sowas nehmen wird. Weil das ist ja das Traurige im Leben, ja, vieles wird eben doch nach dem Aussehen beurteilt. Naja, ich weiß nicht, ob es so traurig ist, aber ja, ist halt einfach so. Und deshalb sollte man auch dafür sorgen, dass man relativ ansehnliche Kartenmotive hat. Also von daher, wenn sich irgendjemand von euch... Nein, das ist falsch. Wenn sich irgendjemand von euch damit auskennt oder Lust hat, das einfach mal auszuprobieren. Wenn jetzt jemand kommt, der eben was macht, was nicht so gut ist oder was mir nicht so gut gefällt, ja, dann... Oder was uns nicht so gut gefällt. Ich werde das natürlich dann auch mit den anderen absprechen. Ja, dann tut's mir leid, aber ja, es ist nicht schlimm, wenn es nichts wird, ne? Aber euch muss halt klar sein, wenn ihr da Arbeit reinsteckt, ist nicht garantiert, dass wir das auch nehmen, ne? Und ja, trotzdem, also wenn jemand Lust hat von euch, wäre super. Ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, geschäftlich. Ja, nee, keine Ahnung. Ist vielleicht eine wahnwitzige Idee, aber diese Idee hatten wir nun mal. Und vielleicht gibt es ja da jemanden von euch, der da Lust hat drauf. Wäre jedenfalls cool, ja.